Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Einen schönen guten Nachmittag wünsche ich. Ich bin hier wieder unterwegs mit meinem kleinen Fahrrädchen. Fahre hier über diese weitläufige Wiesenlandschaft. Also hier sind die Werraauen, nennen sich das. Hier drüben fließt die Werra entlang. Und hier ist eigentlich dieses Rückzugsgebiet von der Werra, wenn die im Frühjahr ist das hier meistens alles unter Wasser. Und ja, hier habe ich dann so einen kleinen, sieht man es hier hinter mir, hier dieses kleine Teil hier habe ich erspäht. Und das möchte ich hier mit einer Langzeitbelichtung in Szene setzen. Also ein ganz kurzer Vlog heute nur. Eigentlich, wie immer, ja, ich will immer einen kurzen Vlog machen, aber dann wird das immer eine halbe Stunde lang. Also ich will mich heute mal kurz fassen. Aber man sieht hier, also es ist unheimlich schwer wieder, muss ich sagen, hier eine vernünftige Langzeitbelichtung hinzukriegen. Denn der Himmel ist ja jetzt wieder komplett, ja, fast zu. Es ist zwar richtig geiler Struktur in diesem Himmel, ein geiler Himmel, absoluter Wahnsinn. Aber für Langzeitbelichtung ist das Ganze natürlich suboptimal, denn wenn der Himmel hier so stark bewölkt ist, also fast geschlossene Wolkendecke ist hier hinter mir, ja, die ist geschlossen, nicht nur fast. Und wenn ich jetzt eine Langzeitbelichtung mache, dann verschmiert, ja, das ist eigentlich nur ein schmieriger Himmel. Eigentlich, ja, lohnt sich nicht, das in einer Langzeitbelichtung zu fotografieren. Also am besten ist wenig Wölkchen. Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, über Langzeitbelichtung an den einen Baum. Also wenn nur wenige Wölkchen sind und immer eigentlich größere Wolkenlücken dazwischen sind, dann kommt die Langzeitbelichtung natürlich wesentlich besser. Also wie das hier, das lohnt sich überhaupt nicht. Vorhin, wo ich hierher gefahren bin, hatte ich diese Bedingungen. Ich habe hier richtig reingetreten in mein kleines Fahrrädchen, wie ein wilder Stier wieder. Ja, und jetzt, also ungelogen, das sind hier keine Viertelstunde dazwischen, ist das hier absolut komplett dicht hier. Nichts zu machen. Ja, ich hoffe natürlich jetzt, dass das Ganze wieder aufreißt und ich wieder, ja, so ein bisschen blau, bisschen Wölkchen, so ein bisschen Licht hier auf dem Boden hier unten, dass einfach eine schöne Lichtstimmung herrscht und ich dann eine schöne Langzeitbelichtung hinkriege. Ja, ich stelle euch mal das Motiv vor, was ich hier überhaupt will. Also hier unten sieht man dieses Teil hier, was ich hier fotografieren will. Und ja, dann aus einer Perspektive von hier unten, so leicht von der Seite, dass hier noch die Seite hier mit drauf ist. Also jetzt nicht hier so. Ah gut, Geschmackssache. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und ja, ich will das hier so von der Seite fotografieren. Und ja, dieses Teil hier alleine in dieser weitläufigen Landschaft hier drin, das ist eigentlich so mein Ansinnen, was ich hier fotografieren will. Und wenn dann der Himmel hier schön drüber zieht, ich habe mir mal drei Fotos habe ich bis jetzt gemacht. Und wir gehen mal an die Kamera. Ja, meine Kamera, ich habe wieder hier mein Monsterfilter vorne drauf, auf mal 15 bis 30er Tamron Objektiv, ein 150er Filter, ein 10 Stopp Filter und Kamera. Oh, Kamera habe ich hier aufgebaut. Hier unten ist dieses Teil. Und ja, man wird natürlich jetzt nichts sehen. Ja gut, da sieht man nicht viel hier. Das ist natürlich jetzt Rohr. Damit mir der Himmel nicht ausbrennt, ist unten natürlich sehr dunkel. Hier ist das nächste Bild. Hier ist mal das normale Bild. Und
Ja, hier war noch so einigermaßen der Himmel mit blauen Lücken drin. Und hier ist er schon fast zu. Ja, das soll jetzt hier so mein Begehren hier sein. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe es mir wirklich wesentlich besser vorgestellt. Schade, dass das so schnell zugezogen ist. Aber ich würde einfach mal sagen, ich blende euch mal das normale Bildchen ein und dann ein Bildchen hier von einer Langzeitbelichtung. Die Langzeitbelichtung, also ich habe hier probiert von 33 Sekunden bis 55 Sekunden. Ich schreibe es ja wieder unter dem Bild runter und ich stelle euch mal die beiden Bildchen vor. Erstmal viel Spaß mit diesen beiden Bildchen. Jetzt ist doch so ein bisschen Licht hier auf dem Bogen. Aber der Himmel ist natürlich total zu. Und na jetzt kommt aber hier Stimmung hier rein. Top. Also ich habe mir hier mal ein Bild hier mitgenommen. Ganz normal. Ja, ich würde sagen, ich schalte einfach mal die Kamera an und stelle euch einfach mal das Motiv hier, ja, wie es in meiner Kamera aussieht. Dazu stelle ich die Kamera mal an. Kamera läuft. Also so sieht der Bildausschnitt durch meine Kamera aus. Man sieht hier diesen blauen, ja, dieses blaue Teil hier. Diese weitläufige Landschaft hier, diese Werraauen. Und ja, das Teil steht ganz alleine hier. Mitten in dieser genialen Landschaft drin. Und ja, ich mache die Kamera wieder aus. Ja, das ist so mein Begehren, was ich mir hier so mitnehmen will. Aber macht mir leider die Wolken, machen mir leider einen Strich durch die Rechnung. Also ganz einfach fotografieren könnte man jetzt. Würde auch gut aussehen. Aber eben einfach nicht das, was ich will. Man könnte natürlich jetzt auch ein ganz normales Bildchen machen, knipsen. Ich glaube, das würde auch hier in Schwarz-Weiß richtig kommen. Ja, ich probiere das einfach mal und würde euch sagen, ja, ich probiere es einfach mal Schwarz-Weiß und ich würde sagen, hier ist das Bildchen in Schwarz-Weiß.
ich bin jetzt noch mal ein Stückchen weiter nach vorne gegangen in dieser Wiese. Und man sieht hier so einen Strohballen hinter mir. Hier das gleiche Spiel, wie ich das fotografieren wollte mit einer Langzeitbelichtung. Aber man sieht hier, ja, zugezogen. Ich habe aber trotzdem mal ein Bildchen gemacht. Also ein Bild ganz normal, ganz normale Belichtung. Und dann mal ein Bild mit einer Langzeitbelichtung mit 30 Sekunden. Und dann sieht man mal, dann könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen, wie dann dieser zugezogene Himmel, wie das dann bei einer Langzeitbelichtung aussieht. Ja, gut, ich meine, ist alles Geschmackssache. Mir gefällt es eigentlich nicht so. Mir gefällt das Ganze nicht so sehr. Aber ich blende euch die beiden Bilder mal ein und würde sagen, hier sind die Bildchen. Ja, ich bin jetzt noch mal in die Wiese, Strohballen, ja, man sucht hier verzweifelt nach Motiven, wenn sich hier vom Wetter hier nichts ergibt. Ich habe jetzt auch mal in die Richtung hier rüber ein Bildchen gemacht, ebenfalls, also einmal mit 30 Sekunden, einmal mit 50 Sekunden, stellt es euch noch mal hier auf dem Pocket vor. Ja, hier links sieht man noch durch Kamera und hier rüber in dieses Strohballenfeld hier und hinten ist der, ja, dieser Himmel ebenfalls, es wird alles matschig, aber ich habe mein Bestes gegeben und würde euch das Bild einfach mal vorstellen. Ja, man kommt dann wieder gar nicht hinterher mit dem Fotografieren, denn ich muss mich wieder drehen, denn es geht so schnell, das ändert sich so schnell hier. Jetzt ist die Sonne wieder durch, jetzt kommt auch hier hübenblauer Himmel. Ich zeige euch, muss ich euch noch mal auf dem Pocket zeigen. Ich muss das Ding mal runternehmen und muss jetzt einfach mal in die Richtung drehen. Also gerade haben wir ja das Bildchen hier gemacht und jetzt kommt hier hinten, jetzt kommt schon wieder hier, ja, so eine blaue Wolkenlücke und die will ich einfach mal abpassen und kann sich nur um Sekunden handeln. Das Bild stelle ich euch dann auch mit vor. Also ich will euch dann die beiden Bilder vorstellen. Einmal mit dieser blauen Lücke und einmal dieser ja, Moody. Seltsamer Fotovlog heute. Sehr, sehr seltsam. Bin mal gespannt, wie die Bildchen hier dann am Rechner kommen. Erstmal viel Spaß mit den Bildern. Ja, meine Lieben, wieder zurück an meinem Betonteil. Man sieht jetzt im Himmel, ist er doch wieder so ein bisschen blau reingezogen. Und
Ja, man kann, aber wenn man dieses Wetter abwartet, aussitzt sozusagen, kann man doch von einem einzigen Motiv, oder in dem Fall waren jetzt die Strohballen und dieses Teil, aber man kann hier sehr, sehr viele Fotos von einem Motiv machen mit einer Langzeitbelichtung. Und auch jetzt, ja, jetzt ist ja wieder, wie gesagt, ein bisschen blau hier im Himmel mit drin. Ich habe mir jetzt wieder ein Bildchen gemacht, ganz normale Belichtung und wieder ein Bild Langzeitbelichtung. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen den Unterschied von vorhin, dieses Dark Moody Stil, dieses, ja, absolut, ja, wie Friedhofsstimmung. Und jetzt hier, ja, das sieht, also für mich sieht das gleich wieder freundlicher und besser aus. Aber wie schon mal angesprochen, ist halt alles Geschmackssache. Den einen gefällt das, den anderen das, ist auch gut so. Ich stelle euch jetzt die beiden Bildchen vor, also dieses hier und die dazugehörige Langzeitbelichtung. Viel Spaß mit den Bildchen, würde ich sagen. Ja, meine Lieben, Abschlussbild. Das Bäumchen, das ihr hinter mir seht, habe ich mir jetzt ebenfalls mitgenommen. Man sieht ja, jetzt ist hier ja so eine schöne Abendlichtstimmung wieder eingetroffen. Dauert nicht lange, die dicken Wolken sind schon wieder vor der Sonne. Aber diesen Baum hier habe ich mir auch mitgenommen. Und dann läuft, ja, dann läuft, ja, dann läuft so ein niedergefahrener Feldweg, kann man nicht sagen, so ein niedergefahrener, plattgefahrener Wiesenweg, der läuft hier so um Bogen um diesen Baum hier rum. Finde ich eigentlich ganz spannend. Auch der Himmel ist top, sind so zwei Streifen oben drin. Das Bild habe ich mir mitgenommen. Dann ist hier unten eine Pfütze. Lange Rede, kurzer Sinn wieder. Bis gleich, ich stelle es euch nochmal auf dem Pocket vor. Ja, hier sieht man dann die Pfütze hier unten drin, rechts der Baum. Die Pfütze habe ich auch mal so versucht ins Bild reinzukriegen. Und ja, der Himmel war auch ganz spannend. Kann man da ein bisschen hoch, ja. Hier sind dann oben so Streifen drin. Kommt ganz gut. Also jetzt ist nochmal richtig tolles Licht hier geworden. Ja, die beiden Bildchen hier habe ich mir auch mitgenommen. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß. Werden wahrscheinlich zwei Bilder, einmal die Pfütze, einmal der Baum. Mal gucken, wie die kommen. Und ich würde sagen, hier sind die Bildchen. Thank you.
Ja, meine Lieben, freut mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mich wieder begleitet habt auf meinen kleinen Fotovlog der Langzeitbelichtungen in den Weiden der Werra-Wiesen mit, sieht man jetzt nicht, hier irgendwo mit dem kleinen Betonblock und ja, ganz minimalistisches Motiv, hat unheimlich Spaß gemacht. Ja, das Wetter ist eben das Wetter. Auch gut so, dass man keinen Einfluss darauf hat. Man muss eben mit den Bedingungen klarkommen. Und ja, ich bin trotzdem zufrieden. Ich glaube, da sind auch ein paar schöne Bildchen rausgekommen. Aber urteilt selbst, ob euch eins von den Bildern gefällt. Und ja, würde mich freuen. Und ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Geht raus zum Fotografieren. Egal wie es ist. Man kann immer, irgendwie kriegt man immer irgendwas zusammen. Ob es dann, ja, muss ja nicht immer ein Highlight-Bild sein. Es können auch mal ein paar Bilder sein, die jetzt ja, nicht hier ins Portfolio oder im Wohnzimmer an die Wand kommen. Entschuldigung. Ja, in diesem Sinne, ciao, ciao. Euer Frankie wird mich freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet und mich wieder begleitet. Ciao.